Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen. In diesem Video wollen wir uns mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines großen Landes beschäftigen, dessen Geschichte fast 3500 Jahre andauert, nämlich China. Der Name China geht zurück auf die erste Dynastie des chinesischen Kaiserreiches, nämlich die sogenannte Qin-Dynastie, die ihren Anfang bereits im Jahr 221 vor Christus hatte und deren erster Kaiser Qin Shi Huangdi gewesen ist. Bereits um das Jahr 1800 hatte China seine größte Ausdehnung und wirtschaftliche Kraft erreicht und produzierte etwa ein Drittel aller weltweiten Waren, was China bereits damals zu einer Weltmacht gemacht hat. Doch nach Kriegen mit den USA und europäischen Mächten wurde das chinesische Kaisertum am Anfang des 20. Jahrhunderts nach über 2000 Jahren beendet, was natürlich ein einschneidendes Erlebnis war. Im Laufe der Zeit entwickelte China nicht nur eine Abneigung gegen den Westen, sondern auch eine Faszination für den Kommunismus. So wird berichtet. Nach der Oktoberrevolution in Russland gab es auch in China Faszination für sozialistische und kommunistische Ideen. Im Jahr 1921 wurde die Kommunistische Partei Chinas gegründet, nämlich die KP. Am 1. Oktober 1949 wurde die Volksrepublik China ausgerufen. Die Machtübernahme durch die KP, die Kommunistische Partei, war dabei kein von außen herbeigeführter Umsturz, sondern eine von einer breiten Mehrheit getragene Umwälzung. In der Mitte des 20. Jahrhunderts machte sich vor allem ein Chinese einen Namen, der bis heute in China verehrt wird, nämlich Mao Zedong. Er war nicht nur der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas oder der Vorsitzende der zentralen Volksregierung, sondern auch der führende Politiker, der China in eine kommunistische Diktatur verwandelt hat. Während seiner Amtszeit kamen mehr Menschen in China ums Leben als während des Ersten und Zweiten Weltkrieges zusammen. So wird über die Anzahl der Todesopfer unter Mao Zedong Folgendes berichtet. Wissenschaftler, darunter auch der amerikanische Politikwissenschaftler Rudolf Joseph Rummel, schätzen die Zahl der Opfer allein durch den sogenannten Großen Sprung auf über 40 Millionen Menschen und rechnen insgesamt mit bis zu 76 Millionen Toten. Das Bedauerliche am Umgang mit der eigenen Geschichte ist in China die anhaltende Verehrung für einen Menschen, der für Millionen Menschenleben verantwortlich ist. Doch bis heute, und man geht hier vom Jahr 2016 aus, werden zu Ehren von Mao Zedong große Denkmäler errichtet und in China gibt es insgesamt etwa 2000 Mao-Statuen. Und auch im Jahr 2018 feierte man in China den 125. Geburtstag von Mao Zedong, was ungefähr so wäre, als würden wir in Deutschland den Geburtstag von Adolf Hitler feiern. Doch kommen wir zurück in die Gegenwart Chinas, wo immer noch die KP, also die Kommunistische Partei China, regiert, und zwar durch den neuen Führer, der bereits wie ein neuer Kaiser verehrt wird, nämlich Xi Jinping. Er ist seit 2013 der Staatspräsident eines Landes, das mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen ist und vor Japan und Deutschland steht, aber noch hinter den USA, was sich sehr bald ändern könnte. Um Präsident Xi Jinping besser zu verstehen, schauen wir uns mal an, wie es seinem Vater ergangen ist und was die Wurzeln seiner Familie sind, denn sein Vater war nicht nur ein Weggefährte von Mao Zedong, sondern sogar sein Propagandaminister. So wurde in einem Artikel Folgendes berichtet. Die alte KP-Führung Chinas verabschiedet sich. Schon in wenigen Tagen beginnt die Ära des neuen Staatspräsidenten Xi Jinping. Ihm war die Parteikarriere durch die Familie sozusagen schon in die Wiege gelegt. Der Vater des 1953 geborenen jetzigen Spitzenkaders war Propagandaminister unter Mao Zedong. Xi Jinping tritt also nicht nur in die Fußstapfen von Mao Zedong, sondern auch in die Fußstapfen seines Vaters, der ebenfalls für die Kommunistische Partei gearbeitet hat, die mit etwa 90 Millionen Mitgliedern inzwischen die größte kommunistische Partei der Welt ist, einer Partei, die mehr Mitglieder hat als Deutschland Einwohner. Außerdem befinden sich in China auch die größten Städte der Welt, nämlich Chongqing, eine Stadt, die vor 40 Jahren noch ein Fischerdorf war und heute nicht nur viele Wolkenkratzer, sondern auch über 30 Millionen Einwohner hat. Darüber hinaus verfügt China mit 2,3 Millionen Soldaten über die größte Armee der Welt. In einem Artikel vom 14. Februar 2018 wurde außerdem berichtet, dass China gewaltig aufrüstet und die USA sozusagen als Weltmacht herausfordert. Im Jahr 2015 kam es in China außerdem zu folgendem historischen Ereignis. So wurde am 3. September 2015 berichtet, über 12.000 Soldaten, größte Militärparade in der Geschichte Chinas.
Mit der Militärparade feierte das Land den 70. Jahrestag der Kapitulation Japans und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Asien. Mit dieser größten Militärparade in Chinas Geschichte wollte man auch den USA die Zähne zeigen und deutlich machen, dass China den Amerikanern auf den Fersen ist und bald den ersten Platz der größten Wirtschaftsmächte der Erde einnehmen könnte. Dass man in China in der Tat hoch hinaus will, machte eine weitere historische Mission deutlich, denn China gelang die erste Landung auf der Rückseite des Mondes, so heißt es in einem Artikel vom 3. Januar 2019. Die Mondlandung ist entscheidend für Chinas Weltmachtambitionen. Mit der Landung einer Sonde auf der Rückseite des Mondes verdeutlicht China seine Ambitionen in der Raumfahrt. Sie ist Teil von Xi Jinpings Strategie. Die Weltmachtambitionen von China kann man leicht zusammenfassen, denn so wie die USA und ihre Verbündeten seit Jahrzehnten an ihrer globalen neuen Weltordnung arbeiten, so geht es den Chinesen vor allem um Chinas neue Weltordnung, also um eine neue Weltordnung made in China, in der China im Zentrum ist und nicht mehr die USA. Dazu gründete China bereits 2001 die sogenannte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, eine internationale Organisation mit Sitz in Peking, die eine Alternative zu den G17-Treffen sein soll, wo ja hauptsächlich westliche Mächte zusammentreffen. Die Mitgliedstaaten sind unter anderem China, Russland, Indien und Pakistan. Sogenannte Staaten mit Beobachterstatus sind unter anderem der Iran, Afghanistan und Weißrussland. Dialogpartner dieser Organisation ist unter anderem die Türkei und Staaten, die Interesse bekunden, sind unter anderem Ägypten, Syrien und die Ukraine. Denn auch China hat einen Masterplan für eine neue Weltordnung, in der Chinesen die Strippenzieher sind. Wir sind so oder so auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung, die entweder westlich geprägt ist oder aber durch den chinesischen Kommunismus, und aktuell sieht es bezüglich dieser neuen Weltordnung so aus, als hätte China die USA in der Hand. Schauen wir mal in die Zukunft Chinas bzw. was bis 2035 geschehen soll, wenn es nach dem Willen Chinas geht. So heißt es in einem Artikel vom 17. Oktober 2018. Bis 2025 soll die Volksrepublik eine führende Rolle in Hochtechnologiemärkten erobern, etwa bei Robotik, künstlicher Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Elektromobilität und genetisch hergestellte Medikamente. Deshalb gab Xi das Ziel aus, bis 2035 einen modernen Sozialismus chinesischer Prägung für ein neues Zeitalter zu entwickeln. Ein neues Zeitalter, also ein New Age, eine neue Weltordnung, Sozialismus, Kommunismus, Atheismus. Nun, wenn wir die USA als Imperium betrachten, dann wäre mir die USA trotz Fehler und Schwächen, siehe Irakkrieg und so weiter, als Christ immer noch lieber als ein chinesisches Imperium, denn die Christen haben es in China alles andere als leicht und doch schweigt man über die Christenverfolgung in China, weil es den Politikern sowie vielen Menschen im Berufsleben eben nur ums Geschäft geht. Schauen wir mal, was China bereits im Jahr 2020 einführen will, also nächstes Jahr. So wurde am 11. Mai 2018 berichtet. Chinas Sozialkreditsystem – die totale Kontrolle. Von 2020 an soll es für alle Bürger, Firmen und Behörden Chinas ein digitales Punktekonto geben, das ihre Vertrauenswürdigkeit ausweist. Es wird die autoritäre Herrschaft automatisieren und niemand widerspricht. Das ehrgeizigste Vorhaben des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist jedoch die sogenannte Neue Seidenstraße, die eine gigantische Verkehrsverbindung von Asien nach Europa bedeutet, was den Einfluss von China in Europa noch vergrößert, und zwar mit einer Straße von über 10.000 Kilometern. Um jedoch die wirklichen Pläne und Absichten von Chinas neuer Weltordnung verstehen zu können, müssen wir uns das sogenannte Dokument Nummer 9 genauer anschauen, wo wir die Agenda Chinas für die Gesellschaft wiederfinden. Über dieses Dokument Nummer 9 wird Folgendes berichtet. Als Dokument Nummer 9 wird ein internes Strategiepapier der Kommunistischen Partei Chinas bezeichnet, in welchem vor westlichen Werten und deren Verbreitung in China gewarnt wird. Das vertrauliche Dokument wurde intern 2012 veröffentlicht, bevor es 2013 durch einen Leak der chinesischen Journalistin Gao Yu an die weltweite Öffentlichkeit gelangte. Gao Yu wurde daraufhin zu 7 Jahren Haft verurteilt. Beobachter kommen zu dem Urteil, dass das Dokument die von Präsident Xi Jinping vorgegebene Parteilinie widerspiegelt.
Dieses Dokument spiegelt also die Agenda der Kommunistischen Partei für die Gesellschaft wider, auch für die westlichen Werte, die man in China nicht nur nicht einführen will, sondern sogar in diesem Dokument verbietet. Schauen wir uns mal vier Punkte dieses Dokuments an, damit wir ein Bild davon bekommen, mit was wir es bei Chinas neuer Weltordnung zu tun haben. Abgelehnt wird in China unter anderem eine Demokratie nach westlichem Vorbild mit Gewaltenteilung, die Verbreitung universeller Werte wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie, die Stärkung der Zivilgesellschaft als einem Gegengewicht zum Staat und die westliche Vorstellung des Journalismus, Pressefreiheit und ein freies Internet. Klingt ein wenig wie der Zustand der heutigen Türkei unter Erdogan, doch da China nicht nur eine, sondern womöglich bald die größte Weltmacht der Erde sein könnte, ist es für alle Menschen wichtig zu erfahren, wie das chinesische Gesellschaftsmodell aussieht, das wir als Deutsche, als Europäer und vor allem als Christen eindeutig ablehnen. Ablehnen tut Chinas Präsident Xi Jinping auch lästige Präsidentschaftswahlen wie in Europa oder den USA, weswegen er sich nun zum Präsidenten erklärt hat, der erst abtreten muss, wenn der Tod ihn von seinem Amt scheidet. So wurde am 28. Februar 2018 berichtet. Präsident auf Lebenszeit. Xi Jinping wird Chinas neuer Kaiser. Im März wird Chinas Volkskongress eine geplante Verfassungsänderung abnicken. Xi Jinping kann dann so lange Präsident bleiben, wie er will. Deswegen dürfen wir nicht so naiv sein zu denken, dass China seine Agenda irgendwie ändern sollte, denn Präsident Xi Jinping wird uns wohl noch sehr lange auf der Weltbühne begleiten und alles dafür tun, dass die neue Weltordnung so gestaltet wird, wie er es für richtig hält. In einer aktuellen Dokumentation von Arte wurde Folgendes über Xi Jinping berichtet. Gestärkt durch seinen neuen globalen Einfluss und seine wirtschaftlichen, politischen und militärischen Erfolge ist Xi Jinping nun bereit, sich um die wichtigen Angelegenheiten zu kümmern und eine neue Weltordnung anzuführen. Werfen wir nun mal einen Blick in die antike Vergangenheit Chinas, denn der erste chinesische Name für Gott ist der Name Tian, der auch der älteste chinesische Ausdruck für den Himmel ist, wo man diesen Gott Tian vermutete. Über Tian wird berichtet, dass er die Menschen liebt und alle Herrscher ihn ehren sollten. Ein anderer Name für diesen Gott Tian ist der Name Shangdi, was so viel wie höchster Gott bedeutet. Diesen Gott verehrte man unter anderem im sogenannten Himmelstempel in Peking, dem größten Rundtempel der Welt. Über diesen Tempel wird außerdem Folgendes berichtet. Dieser Himmelstempel ist das Symbol für die Beziehung zwischen Erde und Himmel. Hier brachte der Kaiser ein aufwendiges Tieropfer dar. Und so wie man im Himmelstempel in China dem höchsten Gott Tian ein Tieropfer darbrachte, so brachte laut Bibel zum Beispiel auch Noah nach der Sintflut dem höchsten Gott ein Tieropfer dar, der diese Tradition in Asien fortgesetzt haben könnte. Denn auch die Geschichte von Noah und der Sintflut ist in der chinesischen Geschichte verankert. So wird berichtet, als chinesische Entsprechung der biblischen Sintflutsage mit Noah wird oft Fuxi gesehen. Fuxi soll der erste der chinesischen Urkaiser gewesen sein. Der Legende nach ist er auch der Urahn der Menschen. Und weil diese Geschichte der Arche Noah in der chinesischen Geschichte verankert ist, überrascht es uns nicht, wenn auch die chinesischen Schriftzeichen sozusagen biblische Wurzeln haben, wie wir bereits in anderen Videos deutlich gemacht haben. So bestehen chinesische Worte meistens aus anderen Worten, die zusammengefügt wurden, wie zum Beispiel das chinesische Wort für Boot, das aus den Worten Gefäß, der Anzahl 8 und Menschen besteht. Und wie viele Menschen waren im Gefäß bzw. im Boot, das Noah gebaut hat? 8. Im ersten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 13 steht geschrieben, an eben diesem Tag war Noah, 1, in die Arche gegangen mit Shem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, also 2, 3 und 4, und mit seiner Frau sind 5 und den drei Frauen seiner Söhne sind 8. Natürlich kann das ein Zufall sein, wobei ich natürlich als Christ nicht an Zufälle glaube, denn die Belege für biblische Zusammenhänge im Kontext zu den chinesischen Schriftzeichen ist sehr offensichtlich. Schauen wir uns noch 3-4 andere Beispiele an, die wir alle mit Geschichten aus dem ersten Buch Mose verbinden, dem ersten Buch der Bibel. Das Wort für Erster besteht aus den drei Worten lebendig, Staub und Mensch, was sich darauf bezieht, dass der erste lebendige Mensch Adam aus Staub geformt wurde. So heißt es in Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.
Hier sehen wir das chinesische Wort für verboten, das aus den beiden Worten Bäume und Befehl besteht. Und was war das erste Verbot Gottes im Garten Eden? Genau, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. So heißt es in Kapitel 2 ab Vers 16. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nun, wir wissen, dass der Mensch von diesem Baum gegessen hat und deswegen dann auch später gestorben ist, weswegen der Zugang zum Baum des Lebens versperrt wurde bzw. bewacht wird. Hier sehen wir das chinesische Wort für bewachen, das aus den Worten Mensch, Eingang und Baum besteht. Und so lesen wir auch in Kapitel 3, Vers 24. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir sehen also eindeutig einen Zusammenhang bzw. eine Verbindung zwischen den biblischen Geschichten im ersten Buch Mose und den chinesischen Schriftzeichen. Doch schauen wir zum Schluss nochmal in die Zukunft Chinas, denn so wie die Wirtschaft und der Einfluss von China wächst, so wächst auch noch etwas anderes, nämlich die Anzahl an Christen in China. Schauen wir mal, was für das Jahr 2030 prognostiziert wird. So heißt es in einem Artikel vom 27. Juli 2016. Prognose: 2030 ist China das Land mit den meisten Christen. In der fast 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik China soll es derzeit Schätzungen zufolge bis zu 130 Millionen Christen geben. Damit übertreffe sie die Zahl der 83 Millionen kommunistischen Parteimitglieder. Die USA sind derzeit das Land mit den meisten Christen, nämlich 226 Millionen. Die Zahlen sind aber seit Jahren rückläufig. 2010 waren es noch 247 Millionen. Während die Anzahl der Christen in den USA und in Europa abnimmt, so wächst also die Anzahl der Christen in China, was eines Tages vielleicht zu einer großen Erweckung in Asien führen könnte, wenn die Chinesen verstehen, dass ihre Wurzeln nicht im Kommunismus liegen, sondern in der Bibel. Da sich China logischerweise im Osten befindet, schauen wir mal, was die Menschen aus dem Osten in Zukunft tun werden. In der Bibel heißt es in Daniel 11, Vers 44, in Jesaja 59, Vers 19 und in Lukas 13, Vers 29, aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn, den Antichristen, erschrecken. Daher wird er, der Antichrist, in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, um zu Tisch zu sitzen im Reich Gottes. Denn im Reich Gottes werden alle Menschen erkennen, dass es nur einen Gott gibt, nämlich den Gott der Bibel. Dann werden die Chinesen keine Christen mehr verfolgen, sondern mit ihnen gemeinsam den Herrn anbeten. Und so wird auch der Zugang zum Baum des Lebens im Königreich Gottes wieder geöffnet sein. In Offenbarung 2, Vers 7 und in Kapitel 22, Vers 2 steht geschrieben, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Glückselig sind, die seine Gebote tun, die Gebote Gottes, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können, ins neue Jerusalem. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nicht nur im Westen oder im Osten, sondern auf der ganzen Welt, und die Wahrheit war, ist und bleibt, heute und in Ewigkeit, der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen.